Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier wieder mal bei Temu eingekauft. Und was soll ich sagen, die Tüten werden immer größer. Inzwischen sind sie nicht mehr komplett orange, sondern jetzt sind wir schon bei weiß-orange. Was soll ich sagen? Ich konnte nicht widerstehen. Familie guckt ja mit und meine Tochter hat sich da auch einige Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hol mal eins nach dem anderen raus. Also einige Sachen haben wir auch schon in Gebrauch. Insofern haben wir es sozusagen schon getestet. Und zwar haben wir hier eine... Ich hole euch mal ein bisschen weiter runter. Kann ich das auch ein bisschen besser sehen? Genau, wie ihr das seht. So. Und zwar ist das eine Federmappe, Federtasche. Ne? Schlamper, wie auch immer man das bezeichnet. Und zwar so mit so einem schrägen Reißverschluss. Die Tasche ist hier vorne auch nochmal. Ne? Kann man auch nochmal was reintun. Ich habe sie mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Aber, und jetzt das Aber, es reicht völlig. Die Tasche ist ohne Inhalt. Ich habe jetzt einfach, weil ich das schon in Benutzung habe, ich wollte es ausprobieren. Und wie ihr seht, sogar das große Schiff passt rein. Ja, das sind die kleinen Schiffe. Okay, Minischiffe passen sowieso rein. Also es ist wirklich sehr viel Platz. Stifte passen rein. Ich habe hier auch den, das ist der längste, den ich habe. Kennt der ein oder andere vielleicht auch schon. Also der passt auch locker rein. Hier gibt es auch nochmal so Taschen, da habe ich auch so Schnickschnack drin, ne? So Zeug. Ja. Hier in der Mitte passt auch noch was rein. Ich habe hier ein paar Covermaler reingedingst. Hier ist auch noch ein großer Stift. Genau, also genügend Platz für euer Diamond Painting Gedöns. Passt natürlich, ne? Ist natürlich auch für andere Sachen einsetzbar. Ich habe es natürlich jetzt erstmal fürs Diamond Painting benutzt. So, Nummer 1. Ich greife jetzt einfach mal rein, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Dann hat sich meine Tochter diese Wärmflasche ausgesucht. Meine Tochter hat öfter mal Probleme mit dem Magen und dann hilft ihr immer eine Wärmflasche. Und hier steht auch irgendwas drauf. Warmshare oder so ähnlich. Warmshare oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall ist das hier total flauschig. Ich weiß gar nicht, kann man das aufmachen? Habe ich gar nicht ausprobiert. Ja, könnte man wahrscheinlich. Ich will die Wärmflasche da jetzt nicht rausholen. Aber es ist eine stinknormale Wärmflasche. Ja, Gummi. Die ist hier Gummi, ganz normal, aber in Mini-Format, ne? Meine Hand. Genau. So, dann haben wir tatsächlich diese Earbuds oder wie die heißen, bestellt. Kosten um die 10 Euro haben wir bezahlt. Ja, die Dinger gehen halt immer mal irgendwie verloren. Einer ist verloren gegangen von meiner Tochter. Genau, mit einem kann man schlecht hören. Insofern, 10 Euro, dachte ich, können wir jetzt nochmal ausprobieren. Dazu hat sie sich auch ein Cover, also eine Hülle bestellt, die genau reinpasst. Nur habe ich das jetzt natürlich nicht da, weil sie das mitgenommen hat zur Schule. Genau, ist ja da nichts drin, genau. Und das passte wie die Faust, das Cover. Ich blende euch das einfach ein als Bild, dann wisst ihr, was ich meine. Wie gesagt, das hat 10 Euro gekostet, um die 10 Euro. Und diese Hülle dazu hat gekostet, ich gucke gerade mal, etwas über 2 Euro. 2 Euro, was habe ich hier? 38. Also auch nicht die Welt. Und wenn die kaputt gehen, dann tut es auch nicht so weh, als wenn man hier irgendwelche AirPods von Marken nimmt, ne? So, das ist das. Dann, meine Tochter fand das so toll. Man wird ja verführt, ne? Es ist sehr unglaublich. Aber sie fand das hier so cute.
Was könnte das sein? Also meine erste Assoziation war tatsächlich Stifte reinstecken. Aber nein, dafür ist es nicht vorgesehen, sondern es steht unter Badartikel. Und zwar kann man da die Zahnbürste, Zahnpasta, ja, also ich finde ja, hier passt noch ein bisschen mehr rein. Vom Durchmesser ist das, würde ich mal schätzen, so knapp 5 cm. Also schon ganz schön groß. Genau. Kostet, das war glaube ich nicht ganz so billig. Da war ich schon am überlegen, ob ich es überhaupt bestelle, weil das ein bisschen teuer war. Jetzt muss ich gerade mal auf meinem Schlauzettel. Ach nee, das war doch nicht so teuer. 2,17 Euro. Ja, geht, ne? So, das ist das. Nehmen wir doch nochmal das nächste große. Dum, 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 dum. So. Dum, 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 dum. Schlapper, schlapper. Klacker, klacker. Ja, meine Tochter fährt auf Klassenfahrt. Ist ja der Hammer, dass sie überhaupt drüber nachdenkt, sowas mitzunehmen. Wir haben sowas Ähnliches mal gehabt. Allerdings ist mir das Ding total auseinander gegangen. Die Nähte sind aufgegangen und die Perlen. Kennt ihr das? Wenn das zu alt ist, dann lösen sich die Perlen alle auf. Und das war nicht nur so Mikrofaser, sondern da war noch irgendwas anderes mit bei, sodass du überall, wie wenn Styropor komplett sich zermalmt. Ja, so war das. Deswegen hatte ich das dann entsorgt. Hier ist noch so eine Schlafmaske dabei. Kann man sogar ein Kühlpad reinmachen. Ja. Hier kann man sogar noch ein Kühlpad reinstecken. Das war nicht dabei, das Kühlpad. Und wie viel hat das Kissen gekostet? 5 Euro. Dafür habe ich gesagt, okay, kannst mit. So, jetzt hole ich euch noch mal ein bisschen raus. Irgendwie wird der Tisch ja immer voller hier. Wackeldackel. Entschuldigung. So, was haben wir noch? Ja, wir haben noch... Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Aber die Scheren kriegen bei uns in der Familie immer Beine. Oder aber sie werden stumpf bis Meppen. Wir haben zwar auch so ein, kennt ihr das, diese Dinger, wo du auch Messer schärfen kannst. Und da steht eigentlich auch drauf, dass man Scheren schärfen kann. Aber irgendwie funktioniert das nicht bei uns. Das hat nicht funktioniert. Also die hat gekostet 1,08 Euro oder so. Dafür habe ich gedacht. Ist eine große Schere tatsächlich hier, aber manchmal muss man auch mal große Sachen schneiden. Dafür fand ich die jetzt gut. Für 1 Euro durfte mit. So, was ich auch total nützlich fand, ist dieses Ding. Und zwar, der ein oder andere kennt das vielleicht. Ganz simpel. Handyhalterung. Ja. Kann man so machen. Kann man so machen. Passt auch ein Tablet. Könnte auch draufstellen. Man kann das hier einmal einrasten. Dann rutscht das auch nicht nach unten. Und man kann auch ein Tablet draufstellen. Ne? Rutscht dann auch nicht runter. Man kann es auch so hinstellen. Also verschiedene Varianten sind möglich. Ja. Hat gekostet... Ja. 2 Euro irgendwas. 2,50 Euro. Durfte mit. Also die Teile läppern sich ja, ne? Was auch immer passt, sind Meshbeutel. Die haben jetzt hier, das ist die Größe B5. Das heißt, größer als A5, kleiner als A4. Also eine Zwischengröße. Fand ich ganz gut, B5. Wie gesagt, nicht zu groß und nicht zu klein. Kostet... Da gibt es auch verschiedene Anbieter mit diesen Mesh-Taschen. 3 Euro. Für, ich glaube, 5 Stück haben wir hier drin. 1, 2, 3, 4. Zweimal blau habe ich hier. Einmal gold.
Brot und Gelb. Ja, genau, 5 Stück. Genau, so. Dann der Klassiker, kennt auch jeder, 1,06 Euro. Herzchenaufkleber habe ich auch schon benutzt hier. Ich benutze sie oft für diese 28er Döschen. Da ich ja auch viel so Anhänger oder sowas painte. Oder auch Schlüsselanhänger oder irgend so ein Gedöns. Da gibt es entweder nur Zahlen oder es gibt nur Buchstaben. Und genau, da kann ich immer diese Dinger gebrauchen. Durfte mit. Dann habe ich hier auch was. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das ist Holofolie. Und zwar sind das 8 Bögen. Hier seht ihr auch. Das ist mit Herz. Ich weiß gar nicht, kann man das... Ja, doch. Könnt ihr sehen, ne? Blendet ein bisschen. Aber hier, das sind Herzen. Hier habe ich so Dreiecke. Wie gesagt, 8 Bögen sind hier drin. 3,20 Euro. Durfte auch mit. So, Tisch wird immer voller. Jetzt kommt diese schöne hier. Der Karton ist tatsächlich demoliert worden, aber der Inhalt nicht. Ich habe es auch schon in Benutzung, deswegen ist es gefüllt. Und zwar ein Washi-Tape-Halterung. So, hier ist jetzt ein Washi-Tape mir flöten gegangen bei den ganzen Ausgepacke und Eingepacke. Ja, also ein Washi-Tape-Halter. Und ich habe 2 davon bestellt, weil auf einem Fuß kann man ja schlecht stehen. Deswegen 2 und die kann man stapeln. Hier vorne ist auch so ein Messer dran, dann kann man das abreißen. Ja. Das Washi-Tape, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen schon, gibt es bei Teddy. Konnte ich tatsächlich auch nicht dran vorbeigehen, obwohl ich nicht so der Halloween-Mensch bin. Aber die fand ich lustig. So nebenbei mal. Genau, die dünnen nehme ich ganz gerne zum Einteilen. Und die dickeren, je nachdem, ob man so einen dicken Kleberand hat. Ob der Flüssigkleber über die Leinwand halt rüber geht oder nicht. Genau. Durfte auch mit. Wie gesagt, Washi-Tape war nicht dabei. Dann habe ich auch schon in Benutzung. Und meine kleinste, die 4-Jährige. Wir essen öfter mit Stäbchen und die 4-Jährige hat das schon für gut befunden. Und zwar habe ich halt nur die langen Stäbchen. Und deswegen mussten mal kurze Stäbchen her. Und genau. Und sie hat die schon in Benutzung. Und zwar liegen die dann hier bei ihr. Das hier hinten kann man abmachen. Ja, das war so extra. Kann man hier wieder reinmachen. Und das liegt dann quasi auf der Hand von dem Kind, so quasi, ne? Auf dem Handrücken. Dann kann das nicht so abrutschen. Ist auch ganz leicht. Hier vorne ist noch so ein bisschen geriffelt. Also sie konnte sofort damit was greifen, sozusagen. Mit den großen kann sie inzwischen auch was greifen. Da haben wir auch für oben drauf, habe ich auch so ein Männchen, so ein Silikonmännchen. Das geht auch, aber wie gesagt, die großen sind halt zu lang auch, ne? Insofern die kurzen hier, da können sie besser mit umgehen. Fand ich sehr nice. War auch nicht teuer, deswegen durfte es mit in den Warenkorb. Ich guck gerade mal. 2,50 Euro. Ja, ist Plastik, ist kein Bambus oder Holz. Weiß ich. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Kann dann auch mal in die Spülmaschine. Genau, die Verpackung tue ich mal woanders hin. Der Tisch wird nämlich langsam voll. So, dann konnte ich tatsächlich hier dran nicht vorbeigehen. Ich fand es einfach süß. Und zwar
Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen in anderen Shops. Und zwar ist das auch so für Stifte in Form, hier steht Latte drauf, in Form so Kaffee Latte. Und hier passen auch Stifte rein. So, hier einmal von innen. Genau. Kannst auch was anderes reinpacken, ne? Was weiß ich, auch deine Pinsel, Schminksachen passen hier rein, ne? Oder Hygienezeug für die Frau, für die Mädchen. Aber ich fand das einfach süß hier mit der Latte. Ich finde es einfach lustig. Ich habe hier mal so ein paar Stifte, nur um zu zeigen. Also die passen locker rein und man hat oben noch Platz. Ich kann ja mal eben einen Painting-Stift nehmen. Ich habe jetzt hier den Painting-Stift, tun wir auch mal rein. Genauso. Ja, passt locker. So, was haben wir noch? Dies hier haben wir noch. Kleiderhaken. Und zwar ist das eine einfach oben auf die Tür drauf oder auf dem Schrank drauf. Und dann hast du hier 1, 2, 3, 4, 5 Haken. Ich habe mir den gekauft, und zwar für die Diamond Painting Vips sozusagen. Die ich habe, da habe ich im Moment ein bisschen mehr als nur 2. Insofern, hier kann ich die schön übereinander hängen, ohne dass ich viel Platz wegnehme. Und kann dann auch jeden Tag quasi wechseln oder worauf ich Lust habe. Kostet 1,20 Euro, habe ich bezahlt. Durfte auch mit. Dann, was ich gut fand, ist diese Kleberoller. Und zwar sind hier 3 Stück drin. Die sind zwar ein bisschen, ja, haben ihre Form verloren, also nicht mehr rund, aber egal. Die sind an sich okay. Und zwar sind die 5 mm nur dick. Ich brauche für meinen Color Coach, ist diese Größe genau richtig, weil das, was ich da habe, das ist zu breit. Das muss ich immer einmal in der Hälfte durchschneiden und das ist einfacher halt, ne? 3 Stück, 1 Euro. Durfte auch mit. Dann, kennt der ein oder andere von euch vielleicht auch schon. So langsam wird der Tisch hier immer voller. Ich habe gar keinen Platz mehr hier, um euch was zu zeigen. Und zwar gibt es die in unterschiedlichen Formaten, auch ohne Inhalt. Ich habe es halt schon in Benutzung, wollte ausprobieren, ob es klappt oder nicht oder ob das Müll ist. Aber ich finde es super. 2,68 Euro. Hat das gekostet und es sind 164 Plätze, ja. Also man hat 4 auf der einen Seite. Ich habe jetzt hier die Strasssteine habe ich hier reingetan, weil ich da inzwischen so viel habe und habe in der Mitte davon quasi ein weißes Papier habe ich mir zurechtgeschnitten und habe das da reingesteckt. Und die Dinger sind von beiden Seiten zu befüllen, ja. Also man hat hier eine Öffnung und man hat aber auf der anderen Seite mit einem Trennblatt auch nochmal eine Öffnung, ja. Und wie gesagt, gibt es in unterschiedlichen Größen irgendwas mit 80 Steckplätze oder 82 Steckplätzen und mit eine Nummer kleiner auch noch, dann ist das nur so halb so groß. Ja, also nicht so 2 nebeneinander, sondern immer nur 1. Wie gesagt, 2,68 Euro habe ich jetzt hierfür bezahlt. Das werde ich mir definitiv nochmal kaufen, um die AB-Steine da reinzulegen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt Strasssteine und Sondersteine drin. Weil inzwischen ist es doch einiges geworden und ich möchte die dann nochmal verwerten für eine andere Sache. Genau, durfte mit. Werde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Fand ich sehr gut. Dann etwas Praktisches. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Mein Licht ist ja durch, dadurch, dass die Sonne draußen so knallt. Also durch die Kamera sehe ich irgendwie gar nicht so wirklich was, aber ich hoffe, ihr seht was. Und zwar sind das Reißverschlüsse. Und das sind so Reißverschlussretter, heißen die, glaube ich. Und zwar könnt ihr die hier aufmachen. Irgendwie eigentlich. Ah, hier ist so ein Schnapper drin. Den kann man dann aufdrücken. Genau.
wenn man, genau, mit dem Fingernagel geht es jetzt nicht. Also den könnt ihr dann aufklappen. Habe ich irgendwas Spitzes? Moment. Nee, geht auch nicht. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr das aufmachen dann. Ne? So aufklappen. Und dann könnt ihr das auf euren noch intakten Reißverschluss draufsetzen. Und dann müsste das funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin ich noch nicht so gekommen. Ich habe so eine Joggingjacke. Da ist der Dings kaputt gegangen. Einfach abgerissen. Aber der Reißverschluss an sich und auch unten das Ende ist noch intakt. Deswegen, das hat gekostet 1 Euro. Dafür durfte es mit. Jetzt habe ich zum Schluss auch noch etwas, was man auch fürs Diamond Painting benutzen kann. Und zwar habe ich hier einen super niedlichen, fand ich richtig cool, Cuttermesser. Cuttermesser kann man ja nie genug haben. Und der glitzert so schön. Ja, schickt. Man kann auch ein bisschen hin und her schenken. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ihn aufkriege. Einfach ziehen. Genau. Und zwar ist hier vorne. Wo seid ihr? Hier vorne ist eine feine, ist ein feines Messer dran. Kann man auch zum Diamond Painting benutzen, ne? Um die Felder freizuschneiden. Aber Vorsicht, nicht in die tief in die Leinwand reinschneiden, weil das ist echt sauscharf. Hier habe ich allerdings keine Ersatzspitzen. Aber so wie das hier vorne aussieht, könnte man vielleicht den auch dann umfunktionieren in einen Diamond Painting Stift. Hat gekostet 1,02 Euro. Durfte mit. Und dann zu guter Letzt habe ich noch was. Und zwar Diamond Painting Anhänger, Schlüsselanhänger. Wer vielleicht meine Shorts anschaut, der hat das schon in groß gesehen. Und zwar sind das hier Anker in klein. Anker, den ich da in meinen Shorts painte, inzwischen ist er auch schon fertig, den habe ich auch von Temu. Und hier habe ich jetzt noch die kleinen bestellt. Die fand ich auch richtig gut. Und zwar sind die auch von beiden Seiten zu bepainten. Dann haben wir das Motiv. Wie gesagt, beidseitig. Hier auch nochmal. Und hier. Also insgesamt haben wir 5 Anhänger. Ihr habt ein Toolkit dabei, das heißt, ihr könnt wirklich sofort starten. Wir haben die Schlüsselanhänger, die Karabiner mit dabei. 5 Stück. Und wir haben die Steine dabei. Das sind auch Strasssteine. Die üblichen Farben: Rot, Blau, Gelb, Orange, Türkis. Genau, ich glaube, das wird sehr gut aussehen. Hat gekostet 4,75 Euro habe ich bezahlt für diese Anhänger. Finde ich okay, ist ein guter Kurs. Diese kleinen, schönen Anhänger gefallen mir richtig gut. So, habe ich noch was in der Tüte? Nein, die Tüte ist leer. Es ist viel Kleinzeug. Diesmal ist auch nichts mitgekommen, was ich nicht bestellt habe. Das heißt, es sind alle Produkte, die gewollt waren und sind quasi in der Bestellung auch ausgelöst worden. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auch bei Temu bestellt, achtet darauf, wenn ihr einen Artikel im Warenkorb hattet und der ist dann irgendwann nicht mehr verfügbar. Ich hatte das so gemacht, wenn der nicht verfügbar ist, dann habe ich ihn auch nicht bewusst aus dem Warenkorb wieder entfernt. Ich hatte jetzt eine neue Bestellung gemacht und da sind dann Produkte drin gelandet, wo ich mich gewundert habe, Moment mal, das habe ich doch gar nicht bestellt. Also wie gesagt, den Tipp kann ich euch nur geben. Achtet darauf, wenn zwischendurch mal die Meldung kam, der Artikel ist nicht mehr vorhanden, dass ihr ihn bewusst meinetwegen auf die Favoritenliste setzt, und aus dem Warenkorb entfernt, weil es könnte sein, dass bei der nächsten Bestellung die Teile plötzlich drin landen. Ihr könnt zwar Sachen zurückschicken, aber wenn das so Kleinteile sind, so wie die hier,
Weiß ich auch nicht. Also, wenn ich dafür jetzt nur 1 Euro ausgegeben habe, würde ich es nicht zurückschicken. Würdet ihr sowas zurückschicken? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr auch schon bei Temu bestellt oder noch nicht? Konntet ihr noch widerstehen? Schreibt es mir doch auch gerne mal in die Kommentare. So, das war's erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Genießt die Sonne, falls ihr auch welche habt. Im Moment haben wir hier im Norden 29 Grad und ich frage mich für Anfang September. Wow, es ist auf jeden Fall verdammt warm. Nun haben wir den Sommer, nun haben wir keine Ferien mehr. Was soll ich sagen? Genau, ich habt euch wohl und genießt euren Tag. Viel Spaß beim Painten. Tschüss!